Und willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic. Wir sind immer noch an der Rakat-Station, tief unter dem Meer, auf dem Planeten Manaan. Und wir waren ein Schlitzohr in den letzten Folgen und sind hier im Tarnmodus rumgeschlichen, haben Computer gehackt und Droiden repariert, um Leute auszuschalten, und haben sogar ein paar Droiden gegen Zellkraft aufgehetzt und Zellkraft gegen Zellkraft und überhaupt alle gegen jeden. Da war mal ein kleines Schlitzohr. Oh, aber wie ihr seht, mangelt es uns nicht an der Kampfkraft, um die auch persönlich auszuschalten. Das sieht aus, als würde er sich das Schild vor die Eier halten hier. Was ist los? Ist dir die Hose runtergerutscht? Aufgegangen, ne? Hosenschlitz nicht zugemacht? Bist du am Lüften oder was? Ja, jetzt hör doch mal mit der Ballerei da nicht drauf. Oh ja, ich kann jetzt, dass ich den Griff nicht sehe. Verpin-Ionenblaster-Prototyp, das ist interessant. Musik hört gar nicht auf, wa? Verpin-Ionenblaster-Prototyp. Wieso wird denn nicht angezeigt? Bereit. Guck doch mal, ob du den Verpin... Ah, hier ist er. Plus 10 gegen Droide. Ausbalanciert. Bei der Vorführung dieser Waffe haben die Insektoiden Verpinen Legionen von Droiden zerstört. Ach du Scheiße. Seitdem rätselt die Öffentlichkeit, wie intensiv sie ihre Betäubungsgewehre getestet haben. Aha. Ja? Na gut. Gottes Wort ist mir ein Rätsel. Erst meine Brezel. Haben wir hier schon alles weg? Also ich glaube, die sind auch tatsächlich ein bisschen am Wandern, habe ich das Gefühl. Hier die NPCs, die uns im Weg stehen. Da ist noch was los in dem Raum. Aber nicht mehr lange. Denn wir sind ein Schlitzohr. Ich habe so einen Schlitz im Ohr. Lustiges Wort, oder? Was soll das heißen, Schlitzohr? War da vorher ein Ohrring im Ohr und den hat einer runtergerissen und dann war da ein Schlitz drin, oder? Oder ist ein Schlitzohr was anderes? Sind das so Elfenohren? Elben haben doofe Ohren. Aber Orks noch dövere. Doof und döver. Odöver. Ein kleines Odöver. So, hier ist die Drucktür. Ich glaube, wir müssen nach draußen, so wie es aussieht. Die Luftschleuse ist von der anderen Seite verriegelt. Ja, das macht ja auch schon Sinn irgendwo. Vielleicht müssen wir uns eine andere Schleuse aussuchen. Wo waren denn noch welche? Da hinten ja nicht. Da geht es ja wieder zurück. Aber hier vorne vielleicht. Hier gibt es gar keine Drucktür. Entschuldigung, ich habe mir nicht gemerkt, wo diese blöden Türen angebracht sind. Das sieht echt so ein bisschen Bioshock-mäßig aus hier, ne? Aktiviere Luftschleuse. Weiter. Luftschleuse wird verriegelt. Erfolgreich. Warnung, bedrohliche Umgebungsbedingungen, Raumanzug empfohlen. Ja, haben wir ja.
Du hast nur einen Raumanzug. Wenn du durch die Schleuse gehst, kann dich niemand begleiten. Das ist schon okay. Geh mal halt alleine durch. So, und es blubbert herum. Aber der Anzug sieht hübsch aus, ne? Sind auch gute Glanzeffekte drauf. Gefällt mir ganz gut. Wir haben hier unseren Schallgenerator, der uns im Prinzip oder in der Theorie vor Haien beschützen sollte. Mal gucken. Da hinten ist ein Überlebender. Ja, dann reden wir doch mal mit dem, würde ich sagen. Hey! Hey, wir sind gekommen, um dich zu retten. Hey. Wer ist da? Ihr seid zumindest kein Selkav. Seid ihr ein weiterer Rettungstrupp? Ja, wir wurden von der Republik geschickt, um zu untersuchen, was hier unten geschah. Ich bin ein Söldner, der von der Republik vor etlichen Tagen angeheuert wurde, um zu untersuchen, was hier vor sich geht. Doch hier trafen wir nur auf völlig übergeschnappte Selkav, die alles fressen, was sich bewegt. All meine Gefährten sind tot. Die Selkav sind über uns ausgeschwärmt. Es waren Dutzende und irgendwas an ihnen hat nicht gestimmt. So als ob sich etwas tief drinnen in ihnen geändert hätte. Sie waren verrückt oder so. Ich wäre schon längst zurück an die Oberfläche, wenn die Anlage nicht von all den verrückten Selkav überrannt worden wäre. Ich habe keine Chance, zum U-Boot-Hangar zu gelangen. Was macht ihr dann hier im Unterwasserbereich der Station? Ich habe eine Möglichkeit gefunden, zum Hangar zu kommen und den Rest der Basis abzuriegeln. Ich muss nur noch den Koito-Sammler finden, den sie am Rand des Wrecker-Riffs gebaut haben. Das Ding hat ein Notfallüberbrückungssystem, mit dem man die Tore zum U-Boot-Hangar öffnen kann. Ich könnte von außen hineinkommen. Ich dachte, meine einzige Chance würde darin bestehen, einen Schutzanzug anzuziehen, zum Meeresboden hinabzugehen und mir selbst den Sammler vorzuknöpfen. Außerdem ist es vermutlich am Meeresboden sicherer als hier drin, mit all den verrückten Selkav, die nur noch nach einem schmackhaften Nachtisch suchen. Ja, macht schon Sinn. Also gut, ich komme mit. Ich bleibe keine weitere Minute mehr in der Anlage. Nicht mit all diesen psychotischen Fischmenschen überall. Ich breche jetzt zum Meeresboden auf. Der Weg führt zu einer weiteren Gruppe von Gebäuden. Um zum Koito-Sammler zu gelangen, müssen wir durch diese Gebäude. Wir sollten wohl besser zusammenbleiben. Aber ich werde auf keinen Fall hier warten mit den ganzen Selkav in der Gegend. Wenn ihr mir später folgen wollt, geht den Gang hinunter und dann durch die Türen rechts. Ich warte am Meeresboden, wo es sicher ist. Wo es sicher ist. Ja, gut. Dann kommen wir vielleicht einfach mit, würde ich sagen. Gut, er scheint da zu warten. Jetzt sehen wir uns vielleicht doch erstmal in Ruhe um. Können wir irgendwas öffnen? Hier irgendwas Interessantes für uns? Ich meine, theoretisch, wir haben ja Hände, wir haben ja Handschuhe, wir könnten Dinge greifen unter Wasser. Könnte ich mir vorstellen. Wir sind ein bisschen langsam leider. Weil der Anzug auch einfach so schwer ist. Waren auf der Seite noch nicht hier? Gibt's hier irgendwas? Zugeschweißte Tür. Die Tür ist zugeschweißt. Warum schweißt hier einer Türen zu? Da ist vielleicht noch jemand drin. So Notfallverschweißung, wisst ihr? Oh, da ist eine Kiste.
Boah, so ein weiter Weg für eine Kiste. Da muss jetzt aber was Tolles drin sein. Splitterbomben. Können wir hier jetzt leider unter Wasser nicht legen. Aber ja, warum nicht? Splitterbomben. Zwei normal große. Das ist schon... Dafür, dass wir nur laufen mussten, ist das schon gerechtfertigt irgendwo. Ja, es geht klar. Splitterbomben ist okay. Bin ich nicht enttäuscht. So, dann gehen wir mal wieder zu dem Kerl hinüber. Mal gucken, wo der uns so hinführt. Wir haben bislang noch kein Anzeichen von der Sternkarte gefunden, leider. Solange wir hier unten sind. Das müssen wir noch suchen. Tja. Wir haben mal Zeit, ne? Zeit für ein Ständchen. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Wo ist es besser, heißer und nasser, als es hier wäre? Da 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 da. Dubidibu, dubidibu, unter dem Meer. Ich wünsche, ich könnte den Text noch. Das Flöt spielt die Tröt. Und die Muschel ist der King of Soul. Yeah. Kennt noch einer das Flöt? Das Flöt von Captain Plaubeer? Ich glaube, da kam in den wenigsten Folgen, haben das mal vor. Es gibt auch dieses lustige Ding. Wie heißt denn das? Ich weiß es gar nicht. Ist das ein Kazoo? Was man sich in den Mund steckt und dann macht das so Tröt-Sounds, so. Das hat ja das Flöt immer so als Stimme. Naja, wer es noch kennt. Schöne Grüße, wie cool. Das könnte das Thumbnail werden. Durchaus. Huch. Ja. Okay. Also. Wir sind dann da. Los, Beeilung! Steht nicht herum! Wir müssen weiter! Das Wasser ist voller! Ja, voller Haie wie diese, meinst du wohl? Das hat dann nicht so gut geklappt. Da kommen wir gerade raus. Gut, jetzt sind wir hier also am Meeresboden. Da ist ein Hai. Gehen wir mal rüber, sagen Hi. Wahnsinnswitz, Alter. Wahnsinnswitz. Könntest ein Stadion mitfüllen, ey. Wie Mario Barth, Alter. Wahnsinnswitz. Gehst zum Hai, sagst mal Hi. Du Haiopai. Raxana. Cool. Schallgerät wirkt jedenfalls. Die schwimmen dann ruckzuck mit der Rückenflosse nach unten. Wir können das auch mal von einer anderen Perspektive aus sehen. Zack. Ich weiß ja nicht, wie schnell das geht, wenn die uns zu beißen kriegen, wie schnell wir dann sterben. Aber ich bin auch nicht so scharf darauf, das auszuprobieren, muss ich gestehen. Unter dem Meer. Ach, guck mal hier. Ganz ruhig, Brauner. Oh, da ist einer drin. Ah! Das war knapp. So,
jetzt aber hier metallischen Untergrund wieder, deshalb ist das so laut. Ein Nervenverstärker. Schön. Da ist wieder eine zugeschweißte. Ach. Ach. Deswegen ist die Tür zugeschweißt. Ich frage mich natürlich, wie ist diese Scheibe zu Bruch gegangen? War das der Hai? Ist er da volle Kanne gegengeschwommen und dann hier reingekommen? Dann wurde die Tür also von innen zugeschweißt. Aber dummerweise ist der Teil hinter der Tür jetzt auch schon überflutet, weil hier ein Stück von der Wand auch noch eingestürzt ist. Da sind wir ja durch. Ja, das geht klar. Musste mich nur mal ganz kurz orientieren. Boah, unter dem Meer. Unter dem Meer. Das sind also die Kolto-Abbauanlagen da hinten. Interessant. Eine Menge Blubbels haben wir hier im Wasser. Da hinten ist eine Drucktür, da kommen wir wahrscheinlich raus. Aus der Suppe hier. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Gesehen, hier kommen wir noch irgendwo hin, wenn wir diesen Weg gehen. Möglicherweise auch eine Drucktür. Ich bin mir nicht sicher, ob das einen Unterschied macht. Wo steht denn die Feldkiste, die ich jetzt gerade angekriegt habe? Das ist die, die wir schon geplündert haben, ne? Innen drin. Da wäre jetzt einfach nochmal automatisch so halb um die Karte gerannt. Da bin ich ja auch ein Freund von, wenn man hier was anklickt, dann geht er automatisch hin und benutzt es. Sehr praktisch. Wie zum Beispiel hier die Drucktür. Genau, wunderbar, da können wir wieder rein. Ins Trockene. So, mal kurz das Fenster aufgemacht, einen Käfer rausgeschmissen. Selbst wenn sie es nicht sprechen, verstehen doch die meisten Außerirdischen Basic, die offizielle Amtssprache der Republik. Ja, ja, sehr gut, sehr schön. So, da steht unser Anzug. Schön, dass dieses Detail auch da ist. Oh. Verrückter Selkav. Auf 5 Uhr. Schnell den Tarn. Ich vermeide, was ich kann. Wunderbar, hat noch geklappt. Und damit wir auch versteckt bleiben, Tarnfeldverstärkung. Was ist denn jetzt passiert, bitte? So viel zu, damit wir versteckt bleiben. Dann macht mal einen Punkt hier. So, den haben wir mal schnell ausgeschaltet. Ich glaube, wir müssen uns mal heilen. Das endet sonst übel. Können wir mal Macht wirbeln. Oder betäuben vielleicht? Wir brauchen Gegengift. Aha.
Den da hinten haben wir mit dem Machtstoß so hart gegen die Wand knallen lassen, dass er ohne Orientierung ist. Hab ich auch nichts dagegen. Oh, da sind wir noch eben auf eine Mine gelatscht. So, ist doch kein Problem für uns. So, und als Belohnung für unsere Heldentaten Computersonden und noch mehr Antidot-Kits, die wir wohl leider auch noch brauchen werden, wenn ich die Sache so richtig sehe. Gut, wir sind also durchs Wasser gekommen. Jetzt sind wir hier in einem neuen Areal angekommen, in der Kolte-Kontrolle. Und haben noch die ganze Map zu erforschen, bis auf den ersten Raum. Das machen wir dann in der nächsten Folge, wenn es weitergeht mit Star Wars. Gleich morgen mit eurem Ben Stormrider. Bis dahin, tschüss.